Und moin zusammen und weiter geht's mit Foundation. So, ich könnte mal anfangen, Steine zu verkaufen, wenn ich das nicht schon habe. Doch, habe ich schon. Steine und Bretter. Da habe ich echt viel von. Steinblöcke verkaufe ich auch mal bis 50. So, Zuwanderung hoch. 43, oh, nochmal 4 neue Bewohner. Platz für 45, ja, die Kirche reicht jetzt schon wieder nicht aus, ey. So, pass auf. Anbau. Steinerweiterung. Ihr habt Eisenerz gefunden. Oh, das ist richtig geil. Ja, nächste Erweiterung geht hier hoch. Und dann alles in die Produktion. Eisenproduktion. Raumgröße 10. Fenster nach da. Ach, Raumgröße immer noch 10, schade. Baue ich so natürlich nicht. So, das war 5, 5. Tja, ja. Sagt, dann kommen da 50 Steine rein, 4 Werkzeuge. Und dann habe ich nochmal Kapazität für 20. Oh, schnell. Yes, Gebiet gekauft. Holz muss hier weg. So, bauen. Wir haben Ressourcenproduktion. Ja, Sägewerk, Steinmetz, Kühlerei, Eisenschmelze. So, Eisenschmelze. Eisenschmelze, wo war denn die Schmiede? Da, Schmiede. Würde ich hier in die Straße setzen wollen. So, dann müssen wir das Territorium hier kaufen. Und die Wege sind jetzt natürlich schon arg weit, ne? Nahrung hier unten, arbeiten da ganz hinten, das geht nicht. Aber Wohngebiet niedrig. Mönch bittet um Audienz, okay. 50 Holz. Arbeiterschaft. Mal gucken, was möchte ich denn als nächstes? Arbeiterschaft Prunk. Holzwand, Steinmauer. Jagdhütte. So, ich gehe dem König helfen. Oh, hab gar kein Holz mehr. Aber ich finde es cool, wie die Kirche so ein bisschen mitwächst. So, Wasser und Nahrung.
Ja, Nahrung, das liegt mit Sicherheit an den Laufwegen. So, ich werde hier oben noch mal einen Brunnen setzen. Und da habt ihr einen Brunnen, da habt ihr einen Brunnen. Hier auch, da auch. So, den werde ich mal aufstocken. Acht Arbeiter. Ach du Güte. Geld muss ich rankriegen. So, wie sieht es denn hier auf der Seite aus? Verbotenes Land? Nee. Ja, ich glaube, ich werde das Land als nächstes kaufen. Und hier unten dann irgendwie Häuser. Und hier nochmal einen Marktplatz oder so bauen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Logistik, Baubüro, Marktplatz. Plus null Bewohner. So, wie viel habe ich denn jetzt? Aktueller Rang. Auf eine Konstruktion. Rang da. Neuankömmlinge. Leibeigene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Also 4 Stück muss ich befördern. Oh ne, das sieht jetzt ja richtig doof aus. Boah. So, wieso kriege ich keinen Fisch eingekauft? Leibeigene und 6. 20 Leibeigene, okay. Keine Ressourcen vorhanden. Okay, dann muss ich die Fischehütte bauen. Dann taucht hier oben vielleicht Fisch auf und dann kann ich auch endlich einkaufen. So, Beförderung. 800. Nee. 4 Stück brauche ich. 1, 2. So, die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe an Freischaltungsmöglichkeiten erreicht. Gut, Fischehütte. Bauen. Nahrung. Fischehütte. So, neue Bedürfnisse. Waren, Nahrung und Komfort. Die wollen Komfort und Gottesdienst dann haben. Ich habe jetzt 20, 21, 22,
22, 24, 25. So, mehr nicht. Genau, 25, 25, Komfort und Gottesdienst ist minus. 3 von 70. So, bauen. Muss angeschlossen sein. So, eine Mine, ein Rohstofflager. Kurze Pause. So, weiter geht's. Ich dachte gerade, mein Kater erstickt hier. Der hat irgendwie Fussel in der Nase gehabt oder so. So, bauen. Aber ist alles gut. Hat er wieder raus und dem geht's gut. So, Eisenvorkommen. Eisenschmelze. Bom. So, und die nächsten 500 gehen in das Gebiet. Dann kommt hier die Schmiede vorne ran. Ach krass, ich bin auch schon fertig. Bringt 10 Bretter. So. Nachbarstädte. Ressourcen. Fisch. Füllt das Inventar, bis diese Stückzahl erreicht ist. Das sind nur 11 Tage, Junge. Fischerhütte. Ich kann irgendwie keinen Fisch einkaufen. Es fehlt Zugriff auf Komfort. Komfortmangel. Minus 4%. Wohngebiet niedrig. Durchschnitt. Hier könnte ich nochmal Häuser zwischensetzen. Wie wäre das denn? Aber ich glaube, das wäre eher nicht so der Hit. Hier würde ich eher Goldschmied oder sowas reinsetzen. Komfort minus 3. Gut, die Häuser werden ausgebaut. Oh, guck mal. Zack, Holz geliefert und weiter im Text. Und weg ist das Holz. Okay, ja, Holz wieder alle. Dann macht mal hier unten weiter. Die gehen auch immer auf das Vorkommen, das am naheliegendsten ist. 10 Bretter fehlen mir hier. Da habe ich alles, was ich brauche. Nochmal 2 neue Bewohner. Okay, ich dachte, wenn die Beschäftigung niedrig ist, dass dann auch keine neuen kommen. Nahrung geht runter. Ich hatte vorhin noch irgendwie 130 Bären. Ach, oh Mann, warte, Pause, Pause, Pause. Ist ja kein Wunder, dass ich keinen Fisch kriegen kann, wenn ich Fisch nicht einlagern kann. So, jetzt kann ich es auch einkaufen. Boah, bin ich doof, ey. Marktplatz gebaut. Gut. Zack, zack. Ja, die Kirche ist echt nicht hübsch.
So, 4 Tagen, 20 mal Fisch. Cool, der ist gleich fertig. Wer bist du denn da? In München jetzt sich dem Dorf. Mönch bittet um Audienz. 20 mal Fisch und los. Puh, das war knapp. So, was willst du? 50 Bretter. Ich werde dem König helfen. Ich helfe dir mal was. Okay, die 2 Bretter könnt ihr noch haben. Die nächsten 50 in 2 Monaten. Den werde ich ja wohl überhaben für den König. Wohngebiet niedrig. Guck mal, ich kann hier nochmal irgendwie ein paar Häuser ransetzen. So, macht was draus. So, plus 1 Bewohner, niedrig. Eisenschmelze gebaut. Cool. Ein Schmelzer kann hier rein. Du kannst dann schon mal Eisenerz und Eisen hier einlagern. Gut, wartet auf den Baumeister. 2 können dann hier oben rein. Ein Schmelzer, ja, ein Schmelzer reicht. Ein Zimmermann reicht eigentlich auch. So, noch ein Zimmermann. So, und das Blöde. Bären gehen runter. Ich meine Leute gleich nicht mehr ernährt und dann stehe ich vor demselben Problem wie in der letzten Folge. Was kann ich denn da gerade machen, so nahrungstechnisch? Sammler, Fischer, Brunnen, Weizen, Mühle, Bäcker. Ich werde das hier als nächstes kaufen und dann Holz weghacken und anfangen mit Weizenproduktion. Ich muss das näher dran haben. Ansonsten kann ich auch noch einen zweiten Marktstand bauen mit Fisch. So, Stand für Lebensmittelbomben bauen. So, same hier. Zu weit weg. Okay, wenn du meinst. So. Aufbauen. 50 Bretter sind auch bald soweit. Die Mine ist fertig. 2 Reihen, Marktplatz gebaut. Das ging schnell. So, rein da, Fisch. Keine Ressourcen vorhanden. Ja, die Bären sind irgendwie aus. Also 2 Sammlerhütten an einen Strauch. Na, nicht so ganz. Okay, so, Ressourcen, Fisch kaufe ich mal bis 50 ein.
hoch. Krass. So, da könnt ihr auch nochmal Häuser bauen. Marktplatz gebaut. So, Bären, Fisch, Abfahrt. Ein Speicher haben wir hier. Ein Speicher bräuchte ich hier oben vielleicht nochmal. So, Speicher. Passt auch richtig gut rein, ne? Beförderung verfügbar. Okay, noch 3 Tage angehalten. Bergarbeiter, Förster und Holzfäller. So, letzter Holzfäller befördert. Und Bären gehen ganz drastisch zurück. Plus 2 Bewohner. Gut, wo kriege ich die überhaupt noch unter? Ja, komm. Ein Schmelzer noch rein. Ist egal, ich habe die Manpower gerade. Zierelement. Lagerhaus, Werkzeuge. Ja, erst die Nahrung. Ich kann ja schon mal Nahrungsstand bauen hier. Bauen. Lebensmittelstand. So, Schild für Lebensmittel kommt hier natürlich wieder dran. So, wird gebaut. Ist gleich hier oben. Lebensmittelstand. Fähnchen mit bei. Zack, los geht's. 60, ey. Boah. Attraktivität hoch. Nichts zu berichten. Und nochmal 2 Bewohner hinzu. Leute, ich kriege die Mäuler nicht gestopft. Hört auf mit dem Mist. Okay, Zuwanderung ist niedrig, das ist schon mal gut. Keine Ressourcen. Ja, ich muss hier irgendwie nochmal irgendwo hin, wo es noch mehr Bären gibt. Neuankömmlinge, Leibeigene, 26. Liefere 50 Bretter zum König. Oh. Ich dachte, das hätte ich schon lange gemacht.
Baut einen hölzernen Wehrturm. Marktplatz gebaut. Okay, cool. So, hier kommt dann später das Brot rein, das ich noch nicht habe. Bote bittet um Audienz. Okay, noch 5 Tage. Was hast du denn? Liefert 20 Fische zum König. Ja, komm. Mal kurz horten. Kann ich gerade nicht. So, die Bretter auch einmal horten. Eisenvorkommen gebaut. Sehr schön. Handel. Ich brauche auch noch ein Lagerhaus irgendwo, wo ich Edelsteine reinpacke, falls ich welche kriegen sollte. Eisenerz 0. So, 3, 6 Holzfäller. Sehr cool. Fisch ist raus. So, Träger zugewiesen. Warte mal, hier oben. Beeren. Da würde ich Brot gleich reinpacken. Beeren, Fisch. Brot. Beeren, Fisch. Brot. Jo, mit den nächsten 500 das Gebiet erschließen, Wald wegholzen und Getreide hinsetzen. Ich würde sagen, dann mache ich hier Ende, sobald ich... Jupp, die Bretter sind raus. Sobald ich die Bretter voll habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.